Hallo und herzlich willkommen auf Hof Hirschberg. Zur nächsten Folge. Wir haben überlegt, wir werden gar nicht uns alles angucken, sondern wir werden tatsächlich loslegen. Wir machen jetzt irgendwas. Sebastian macht auch schon irgendwas, was auch immer. Er hängt Düngerstreuer an, weil er das gut kann. Und ja, wir werden jetzt hier irgendwas kaufen. Wir sind uns noch nicht einig. Wir müssen mal gucken. Also, wir werden wahrscheinlich die Wiese nebenan nehmen, damit wir direkt weiterkommen. Detlef wollte gucken, ob er den Traktor noch pimpen kann. Kann er nicht. Ist nicht so pimpen. Da geht ist nicht. Schon Maximum, was da geht. Und ja, jetzt gucken wir mal. Hof haben wir gekauft. Ne, den muss man auch kaufen, damit man hier überhaupt irgendwas drauf arbeiten kann. Die Wiese daneben zwischen dem Hof und Feld 10 haben wir gesagt, nehmen wir auch, ne? Jo. So, dann kaufe ich die. Dann könnten wir tatsächlich ja schon direkt. Ja, kann schon eigentlich einer loslegen, ne? Mähwerk vorne ran, Ladewagen hinten ran und Vollgas Wiese runter, würde ich sagen. Noch gar nicht. Könnte man ja gucken, ob das der Traktor kann, der da schon mit ausgerüstet war, ne? Mit dem. Mit dem Ladewagen. Ja. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Also, ich habe den Ladewagen noch nicht gesehen. Aber ihr wisst ja, wo es ist, ne? Ich muss auch erst wieder suchen. Irgendwo habe ich ihn gesehen gehabt. Ich werde dafür, dass der Mario den Farmmanager macht. Der geht jetzt in sein Büro und guckt ein bisschen in seinen Computer rein und lässt einfach mal die richtigen Leute arbeiten. Ja, genau so sieht es aus. Aber Hände weg von Straßenplänen. Ich hab da schon eine gute Trasse für meine nächste Autobahn gesehen. Wo war denn der... Ah, hier steht er. Oh, der sieht aber sehr klein aus. So ein 500er. Oh. Zack, in die Garage. So, was sagt denn eigentlich der Kontostand? Wenn ich hier schon Fahrmanager bin und ins Büro gehen soll und gucken soll. Ich tue mich ja schwer, den Drescher stehen zu lassen. Ich würde gern was dreschen. Kannst du mal gucken. Aber kannst Feld, du doch. Feld 5 hat Feld, Sonnenblumen. Feld 10 kann man ernten, Feld 12, Feld 8, Feld 7 kann man alles Aufträge ernten. Aufträge? Ja. Ach so, Lohnaufträge, stimmt. Wir können auch Lohnaufträge machen, ich bräuchte gar nicht. Das gibt's ja auch noch. Guck mal, da ist auch ein Drescher. Ah, ne, aber Drescher haben wir selber, ne? Dann würden wir auch unseren eigenen nehmen, ne? Genau. Mal Feld 12 direkt hier. So, aber dieser Traktor kann das nicht. Nur mal den Traktor hier raus. Damit wir ihn auch wiederfinden. Den hier daneben. Was ist denn Feld 10? Oh, Feld 10 ist ja schon groß, ne? Zum Ernten. ja, was ist, also wir haben ja festgehalten, wir wollen jetzt erstmal was machen, was irgendwie die Kühe zum Laufen bringt, hast du gesagt? Würde ja Sinn ergeben. Dass wir dann Milch bekommen und Mist und ja. Ja. Das ist mein Gedanke, also ich bin für andere Vorschläge offen. Milch, Mist in Richtung Butter und Käse auch, ne? Genau. Ja, dass wir sowas gleich mit verwursten können. Genau, und Mist würde ja tatsächlich als weiter Produktion dann die Gemüsehäuser machen, weil ich glaube, die sind simpler geworden. Da braucht man Mist und Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Zum Düngen, die Felder sind hier nicht so groß. Gut, du kannst ja die ganze Gülle, das sind ja riesige Güllebehälter, da kannst du die ganze Gülle sammeln und dann machen wir mal hier Gülle auf die Felder. Ja, das macht hier auf jeden Fall auch Sinn. Okay. Ich würde an den John Deere, da kriege ich keine Fronthydraulik dran, aber wenigstens eine Tonne Frontgewicht dran machen. Für 1750. Aber warte mal, der hat doch... Gewichte haben wir doch liegen. Ich würde auch kein Gewicht... Front... Nee,
Der hat keine Dreipunktaufnahme. Der hat nichts dran. Aber wenn der einen Frontlader hat, dann kippt er uns doch vorne rüber, wenn wir den Frontlader gut befüllen, wenn der vorne auch noch Gewicht dran hat. Ja. Na gut, wenn ich. Ne, stimmt, okay, dann lass es. Stimmt, Denkfehler, ja. Danke. Wenn du einen Frontlader hast, musst du hinten Gewicht dran machen. Ja, ja, stimmt. Im Moment brauchen wir das, glaube ich, noch nicht. Ne, stimmt. Zu welchem Zeitpunkt darf ich denn hier zwei Pferde reinstellen? Ich frage mal vorsichtig. Ich reite ja auch. Wenn du dich drum kümmerst, machen wir jetzt wie bei kleinen Kindern. Wenn du ja, dich drum kümmerst, dann darfst du da was reinstellen. Ja, das bedeutet aber, dass ich tatsächlich ein bisschen Heu brauche. Das heißt, wir müssen von der Sache jetzt was abzwacken. Pferdefutter haben wir für den Start, ne? Steht hier auch schon. Könnten wir dann... Das ist nicht wie im Singleplayer. Im Singleplayer hast du ein gewisses Grundkontingent an Getreide, an verschiedenen Getreidesorten. Ja. Das ist hier gar nicht der Fall. Ist. Hier haben wir gar nichts, ne? Nee. Aber wir haben ja Pferdefutter, ist ja da. Ich sag, für zwei Pferde sollen wir doch erstmal auch hinkommen. Machen wir mal kleine Brötchen. Ich würde mal mit einem Pferd. Wir können auch gucken mit einem mal, wie Pferd das funktioniert. Das geht schon los. Man merkt, der Sebastian hat auch zwei Kinder. Ja. Kauf dir doch deine Gäule wieder, wünsche ich doch mir egal. Echt. Ja, wir machen das hier auch erstmal auf dem Hof, obwohl ich gesehen habe, tatsächlich, dass das auf der Koppel einfacher ist, weil man da tatsächlich nur Heu einfüllen muss. Da musst du gar kein Pferdefutter machen. Aber im Zweifel bringe ich die halt dann irgendwann dahin zur Koppel. Ne, wenn wir merken, die müssen jetzt mal raus, dann bringe ich die zur Koppel, dann können die da futtern, und wenn das Futter auf ist. Das ist eine clevere Idee, ne? Du bist halt eine Käpsele. Ja, grandios. Dann fange ich 12 an. Dann fange ich tatsächlich doch nicht an mit Ernten. Oder? Da gäbe es Hafer. Und bei einer Erntemission bleibt immer was. Ah, das stimmt auch, aber für 12. Mit unserem Mähdrescher. Also, wenn ich das mache, dann fange ich tatsächlich mit dem Großen an. Dann nehme ich mir den aus der Vorlage. Aus der Mission mit raus. Machen wir das? Überleg ich gerade. Feld 12 ist schon eine Hausnummer, ne? Das ist so wie Feld 24. Das sind 18 Hektar. 18 Hektar? Auf der Kandelin hast du darüber gelacht. Das stimmt, auf der Kandelin haben wir wirklich drüber gelacht, auch mit den Mähdreschern. Ja. Wir haben kleinere Maschinen hier, ne? Ja. Ne, aber in dem. Warte mal, was waren denn 18 Hektar auf der Kandelin? Mein Feld 11 sind, also auf der Kandelin, das Feld 11 waren 11 Hektar. Das geht schon. Ja. Gut, wenn du den großen. Sind auf Feld 2 drauf. Da ist drauf Gerste. Ja, es geht darum, dass da ein Lohnauftrag gerade ist auf Feld 12. Und da der Axial mit angeboten wird, der große Mähdrescher, also ein relativ großer Mähdrescher. Mit unserem Kleinen würde ich das nicht machen wollen. Oh, wisst ihr was? Was bringt das an Kohle? 29.900, aber davon gehen 4.700 für die Miete ab. Also 25.000 würden wir da machen. Plus den Überschussertrag, den du hast. Genau, plus den Überschussertrag Hafer, der ja tatsächlich in dem Moment cool ist. Für meinen Plan. Ich mach das. So. Und jetzt muss man mal gucken. Wie war denn das mit den Lohnaufträgen? Da stehen die Sachen am Shop, ne? Wo ist denn der Shop? Mhm. Händler. Da. Linke Seite von der Karte. Ich weiß nicht, kannst du die auch zurücksetzen? Dann landen sie mitten auf dem Hof. Nee, wenn dann, also das... Ah, Sebastian sitzt schon drin. Ah, guck mal hier. Ach so, wir müssen den, das ist jetzt der automatische Motorstart ist jetzt an, ne? Ja. Den müssen wir ausschalten, weil das für die, das mache ich direkt, damit wir uns gar nicht erst dran gewöhnen.
weil wir den nämlich für die Maschinen, die auf dem Hof laufen, ausschalten müssen. Sonst gehen die nämlich sofort aus, wenn wir da aussteigen. Ja. Wo war das? Automatischer Motorstarter. Ich habe auch die Vorspulzeit runtergenommen. Ne? Ich habe das jetzt auf 1 runtergesetzt. Vernünftig. Du weißt schon, wo es lang geht, Sebastian? Ja. Mit einer Fahrstelle wäre es vielleicht besser, den Verkehr auszumachen. Ja, hast du nicht gesehen. Guck einfach nicht drauf. Die Zuschauer haben das übersehen und du musst natürlich direkt drüber lachen. Musst du denn hier so hochschleichen, oder? Ja, dein Fahrstil ist auf jeden Fall viel besser. Ja, klar. Ist das hier links schon Feld 12? Nein. Oh, das wäre auch. Oh, hier ist aber eng, wenn hier die anderen Autos entgegenkommen. Uiuiui. Wir müssen am Hof vorbei und dann links. Ich weiß noch nicht mal, wo der Hof ist. Ich habe keine Ahnung, wie die. Ja, gut, ich könnte die Karte jetzt aufmachen, aber nein, ich fahre dir hinterher. Du wirst schon wissen, wo es lang geht. Ja, liebe Zuschauer, das ist ja in der Regel so, ne? Man fängt tatsächlich mit einer Dreschmission an oder mit einem Dreschen an. Ne? Normalerweise nimmt man seinen Drescher vom Hof. Aber warum soll man nicht mal mit einem ordentlichen Drescher anfangen? Direkt mal das größte Feld hier ausgesucht. Wir kommen eben von der Kante. Wir wollen von groß in klein denken und wir müssen halt den Übergang langsam schaffen. Ne? Nicht halt so auf einen Schlag, sondern ganz langsam weniger. Sonst. Das ist diese Entzugsgeschichte. So, ich bin jetzt hier am... Links. Hier links. Nächste links. Okay. Wo lasse ich jetzt das Gras? Das Gras solltest du... Ja, was brauchen wir für die Kühe? Silage und Gras brauchen die auch, ne? Ja, wenn du ganz hintere zum Hof, beim Hof reinfährst, an den Pferden rechts vorbei, dann fährst du auf so ein großes Silo zu. Das ist ein Fermentierer. Ja, da kannst du dann das reinkippen und dann kannst du ihn einmal anschalten und dann wird da in 5 Minuten wird da dann da Silage. Das hier ist aber Feld 12, ne? Ja. Also, was hast du gesagt? Pferdeweide vorbei. So, das ist unsere Wiese hier. Da kann ich doch fahren, ja. Mehr weg draufstehen. Nee. Ja, du musst in den Hof reinfahren. Fahr in den Hof rein, Dedle. Ja, hier jetzt rechts. Hier zu mir. So. Siehst du hinter den Bunkersilos diesen großen Turm? Ja, ach so. Dann oh, hält vorne, hält mal das Mähwerk an. Das sieht ja aus. Weiter wohl. So. Und jetzt da hinten reinkippen. Einmal rückwärts ranfahren und reinkippen. Sag mal, die Strohablage kann ich auch ausmachen, ne? Das interessiert doch sowieso gerade nicht, oder? Ja. Nee, Stroh sollten wir schon mitnehmen. Nee, können wir nicht runterholen. Achso, okay. Weil das nicht unser Feld ist. Aber ich kenne da so einen coolen Modder, der hat irgendwo mal so einen Map-Cleaner geschrieben. Der wäre da jetzt praktisch. Das stimmt, da könnten wir auf unserem Feld fahren und den hier einfach einsammeln. Nein, liebe Zuschauer, haben wir natürlich beschlossen, dass wir unrealistische Sachen hier in der Form nicht reinnehmen. Im Gegenteil, wir wollen ja hier für dieses Mikromanagement wollen wir ja was machen und da macht es einfach keinen Sinn. Aber ja, das stimmt, damit könnte man diese Mechanik außer Kraft setzen, das ist wirklich wahr. Ich habe jetzt kein Zeichen zum Überladen oder so, ne? Okay. Warte mal. Immer noch nicht? Mach's einfach mal. Ah doch, okay. Ein Symbol hier. Also okay. Ich lade jetzt einfach den Wagen hier ab. Ja, nee, aber es geht rein, also.
Okay. Komisch. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir schon wieder relativ viel gemacht. Wir werden hier noch ein bisschen dreschen und das müsst ihr euch nicht alles angucken, deswegen nehme ich euch aber trotzdem mit. Da machen wir ein bisschen was in dem Zeitraffer. Sollt ihr auch nichts verpassen. Und wenn es dann später weitergeht, dann hole ich euch wieder dazu, beziehungsweise mache vielleicht auch eine neue Folge. Aber wir verabschieden uns später auf jeden Fall noch von euch. Dann erstmal viel Spaß bei dem Zeitraffer. So, liebe Zuschauer,
Jetzt habt ihr schon das Hälfte, die Hälfte des Feldes als Timelapse gesehen und ja, schon relativ viel Spaß hier gehabt. Eigentlich schade, dass sie nicht ganz laufen lassen, aber das wäre eine viel, viel zu lange Folge gewesen. Ich werde jetzt gleich ja noch ein bisschen was wegfahren und natürlich das Feld auch weiter abarbeiten. In der Zwischenzeit hat Sebastian das Feld 2 gekauft, weil das clever ist, da ist Gerste drauf und da können wir Stroh ablegen. Ja, wenn ich mal hier im Himmel springe, ihr seht, wie Sebastian hier mit dem Drescher, der etwas kleineren Variante des Dreschers, mal das Feld runterzummelt. Ja, in der nächsten Folge werden wir die ersten Tiere kaufen und hier auf dem Hof einziehen lassen. Aber, wie gesagt, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielleicht möchten Sebastian und Detlef auch nochmal Tschüss sagen. Däumchen da lassen, ganz wichtig, Däumchen da lassen. Tschüss. Ja, und weiter gucken, wie es mit uns weitergeht. Tschüss. Ah, Spannungsbogen. Ich habe den Spannungsbogen verpasst. Ja, gut, dass ich euch dabei habe. Liebe Leute, das wird, ne, wie sage ich so gerne, das ist noch nie da gewesen. Wir werden Tiere kaufen. Ja, alles klar. Bye bye und ade.